Willkommen an diesem Tutorial, wie Skype funktioniert. Skype ist ein ganz flottes Konferenztool oder Voice-over-IP-Tool, ähnlich wie Teams oder ähnlich wie Zoom oder andere ähnliche Applikationen. Wenn ihr mit Teams könnt Leute invitieren, die einen IAM-Account tun, also am Enseignement sind, so ist es möglich, mit Skype irgendeinen zu invitieren. Wenn ihr einen Partner, der nicht in der Education ist, dann ist es interessant, eine andere Alternative zu haben. Und da ist Skype immer ganz flott, weil Skype wirklich gut funktioniert und auch gratis ist. Du musst dich für dich bei Skype.com anloggen, die Applikation, die da sie hochladen, an einen Account machen. Ich schon einfach mein Account mit der E-Mail-Adresse tata@pokemail.net assoziiert. Der Skype ist also nicht um den IAM geworden, die musst also das als ersten Schritt machen. Und du könnt ihr eigentlich nur live auf der ganzen Welt sichern, für mit denen zu chatten. Schon auf einem zweiten Gerät, direkt neben mir, meinen normalen User-Account stehen, den ich dann hier auch kann adden. Und ich kann effektiv dann einfach den Leuten die Message schicken, wo ihr, wie geht es. Und dann effektiv auf dem anderen Gerät gesinnig steht, respektiv die gefragt, ob ich die Person will akzeptieren oder nicht. Wenn ich das dann unhöhle, kann ich dann auf dem anderen Gerät zurückschicken. Voilà. Auf der anderen Weise könnt ihr ganz üblich auch chatten über Skype. Ihr könnt auch zum Beispiel einfach ein Bild rüberziehen, wer da dann könnt ihr über Skype verschicken. Selbstverständlich erkennt ihr direkt, dass das heute nur nicht ähnlich wie WhatsApp oder irgendein anderen Instant-Chat kann sein. Richtig interessant also eben dann, wenn ihr hier oben telefonieren, einen Audio-Call machen, respektive Video-Call machen, auch das also eine ähnliche Funktionalität wie um normales Skype. Auf meinem zweiten Gerät hier bin ich einfach mal ab. Und da seht ihr auch wieder eine leichte Rückkopplung, weil ich nur auf den zwei Lautsprecher will. Jetzt kann ich hier innen über den Knapperscher sein Bild ausschalten, respektive auch den Ton ausschalten, eurem Anhängen. Über diese Knäppchen kann ich dann ganz einfach um den Chat parallel abmachen, wo ich mir in dem mal schreiben, schwätzen, auch kann ein Video schicken, ein Bild schicken. Und ich kann, was auch wirklich interessant ist, hier oben mit diesem Knäppchen nach weiter Leute dazu invitieren. Also hier kann ich am Skype zu 2, zu 3, zu 4, zu einer ganz großen Anzahl und Leute zusammen gleichzeitig schwätzen. Denn Skype ist so, dass man immer nur 4 Bilder weiß, also wenn er zu finden sieht, gibt er 4 gewissen und automatisch wählt Skype die Person, die Video, die gerade schwätzt. Das heißt, der fünfte, wenn der anfängt mit schwätzen, dann wird er angeblendet und den anderen wird dann in dem Moment aus dem Video rausgekommen. Den ist immer noch an der Leitung, wird gesagt, dann ist immer nur ein I. Voilà, das ist also ein ganz, ganz flott Sache. Was auch wirklich flott ist, das ist das Titan, der Share Screen. Mit dem dritten Knäppchen sind da nur mein kompletten Desktop und Computer und ich kann dann anfangen, den zu sharen. Voilà. Ich kann dann ohne Probleme hier nur zum Beispiel den Browser hineinziehen, den dann natürlich auch komplett operationell ist. Und damit kann ich dann all den Leuten, die an meiner Videokonferenz sind, auch dann den Desktop alles weisen. So, was wir nun noch können probieren, dass wenn ich dann angerufen gehe, dann sieht das auch ganz eigentlich normal und klassisch aus. Wenn ich angerufen gehe, dann sehe ich hier oben einen Knäppchen, wo ich entweder anhängen, just einen Audio-Call machen oder dann auch den Video-Call akzeptieren. Und hier auf der Rückkopplung mache ich direkt mein Mikro aus und dann sehe ich eigentlich, wie ich von dem anderen Gerät dann ausgesehen. Voilà, zu allen Momenten könnt ihr anhängen und ihr seht dann auch immer hier Zeit, wie lange ihr gerade telefoniert habt. Ihr habt Kontakte mit denen, die vielleicht geschwärzt habt, tauchen dann hier ab. Im Resümee ist Skype ein ganz flottes Tool, das wirklich gut funktioniert. Den einzigen Nachteil, den ich gesehen habe, das heißt, du siehst den hier eine Person und ich finde nicht die richtige Person, weil wirklich ganz Welt hier am Skype dann dran ist und dann geht es vielleicht mehr Leute, die den ähnlichen Nummer haben. Das ist etwas, was noch nicht gerade so elaboriert ist. Aber so ist es ganz zuverlässig mit einer ganz guten Qualität. Aber wie gesagt, das ist ein gratis Tool. Ich wünsche euch viel Spaß beim Skypen.